herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal meine Gegend, mein Viertel, damit ihr einen besseren Einblick von Sofia, Bulgarien gewinnen könnt. Ich wohne an der Grenze vom Stadtzentrum zu einem relativ guten Viertel in Sofia, dem Viertel Lozenets. Lozenets besteht aus relativ neuen Gebäuden. Es gibt auch die amerikanische Botschaft hier in der Gegend. Wir haben viele interessante Supermärkte und Einkaufsmöglichkeiten, aber auch viele Restaurants und Hotels in der Nähe. Und das Praktische ist, dass eben Lozenets, also die Grenze von Lozenets zum Stadtzentrum, da wo ich wohne, eine sehr gute Nähe zur Uni hat. Also ich laufe ungefähr 15 bis 20 Minuten. Ja, wenn ich Luftlinie laufe, also ein paar Umwege, nicht die größten Straßen nehme, dann braucht das Ganze ungefähr 20 Minuten. Und wenn ich mal spät dran bin und wirklich in 10 Minuten an der Uni sein muss, dann nehme ich das Taxi, dauert für mich auch 10 Minuten ungefähr. So, jetzt nehme ich euch mal mit und genau, gebe euch einen kleinen Einblick. Und nebenher beantworte ich ein paar Fragen, die mir auf meinem Kanal gestellt wurden. Die erste Frage ist zu dem Sport und den Sportmöglichkeiten hier in Sofia. Also, wer vorhat, Medizin oder Zahnmedizin in Sofia an der Medical University zu studieren, der wird schon im Unterricht mit Sport konfrontiert. Und zwar ist es so, dass wir tatsächlich Sportunterricht in der Uni haben. Und zwar im ersten und im zweiten Semester gibt es ein Sportprogramm, das ist obligatorisch. Man muss aber nicht wie in den anderen Fächern jedes Mal da sein, sondern nur dreimal im Semester da gewesen sein, um seine Punkte zu bekommen. Und das Ganze ist wirklich total locker. Also es gibt auch keinen Theorieunterricht in Sportwissenschaften, sondern es gibt einfach die Möglichkeit, Sport zu machen. Und zwar ist es so, dass es Volleyball im Angebot gibt, Basketball, Fußball, Tischtennis. Ja, das Ganze findet mit ehemaligen Nationaltrainern statt vom Fußball- und Tennisbereich, und die sind mega cool drauf, mega locker. Da kann man einfach so ein bisschen energielos werden, und ich denke, der Grund dafür ist, dass man so als Medizinstudenten groben Einblick gewinnen sollte in, ja, wie ein gesunder Alltag so abläuft und dass eben Sport dazu auch gehört. Und deswegen gibt es das. Es findet teilweise auf dem Campus statt, also wir haben eine Volleyballhalle auf dem Campus, Tischtennismöglichkeit und eine kleine Gymnastikhalle, aber wir haben eben auch die Möglichkeit, auf dem Nationalfußballplatzgelände zu spielen, wo ein Basketball ist, Basketballplatz, Tischtennishalle und eben Fußballfelder. Und das ist alles mega modern, ist auch relativ nah an der Uni, ungefähr 10 Fußminuten entfernt, und da trainieren wir im Grunde. Und ja, dann gibt es verschiedene Societies an der Uni, wo man eben Sport machen kann, also komplett privat, freiwillig quasi. Da gibt es zum Beispiel die Tennis Society, da sind ganz viele Deutsche drin und Briten, und die treffen sich eben einmal die Woche und haben da einen Platz gemietet, und da kann man dann zusammen spielen. Und es gibt dann auch diverse andere Veranstaltungen, zum Beispiel kann man traditionell tanzen, also zum Beispiel bulgarischen Volkstanz, aber wir haben auch eine asiatische Society, wo eben viele britisch-pakistanische, britisch-indische Studenten drin sind, aber eben auch komplett andere Leute, die eben dann so asiatische Kultur, asiatische Tänze aus diesem indischen Bereich lernen. Und dann gibt es auch bestimmte Feiern von der Uni, also von den Societies organisiert, wo das dann vorgeführt wird. Das ist sehr multikulturell, sehr interessant. Mit dieser indischen Bollywood-Musik so ein bisschen kann man das vergleichen, haben dann auch diese traditionellen Gewänder an. Ist wirklich eine coole Sache. Ja, vielleicht nehme ich euch mal mit auf die nächste Veranstaltung. Ich bin da ab und zu mal unterwegs, weil ich das mega cool finde und da auch ein paar Freunde habe. So, jetzt seht ihr den Billa, also diese österreichische Supermarktkette. Und jetzt gleich hinter mir seht ihr das Street Chef. Das ist so eine Burgerbratkette, die mega cool ist. Und ja, da können wir gerne auch mal was bestellen zusammen hier mit der Kamera. Aber jetzt gerade habe ich gegessen. So Leute, jetzt nehme ich euch ganz kurz hier in den Supermarkt mit, damit ihr seht, wie das ungefähr aussieht hier. So sieht das ungefähr aus. Geht's nicht rein. Hier gibt es nochmal Schließfächer und hier sind die Kassen. Und wenn ihr das seht, hier dieses kleine Häuschen, da bezahle ich immer meine Rechnungen. Und zwar funktioniert es so, dass man die Stromkosten, die Wasserkosten und so weiter, kriegt man immer eine Rechnung nach Hause, und mit den Rechnungen geht man dann hier zu diesem Schalter, da sitzt immer eine
eine Lady drin, die meistens auch Englisch spricht. Und ja, dann gibt man das einfach und die wissen, was man machen muss. Dann bezahlt man das meistens in bar und dann ist das geklärt. Hat man seine Rechnung für den Monat bezahlt. Mache ich mit meinem Mitbewohner zusammen immer einmal im Monat. Immer am 15. wird dann die Rechnung hier bezahlt, im Billa. Genau, jetzt, ja, wie ihr sehen könnt, wird in Sofia immer viel gebaut und auch gartentechnisch entsteht gerade viel, weil es ja Frühling ist, April. Wie das denn mit dem Feiern hier so aussieht. Also in Sofia gibt es ein richtig spannendes Nachtleben und es ist wirklich, es gibt wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten und man kann das nur vergleichen mit jeder anderen europäischen Hauptstadt. Denn hier gibt es alle großen Sänger, DJs und so weiter, Künstler, die treten hier wirklich auf. Man kann das buchen, es gibt hier wirklich große Shows, aber es gibt eben auch ganz viele Clubs und Diskotheken. Es gibt ein Viertel, das heißt Studentskigrad, da kann man mega gut feiern gehen. Das ist eben das Studentenviertel, das wurde damals im Kommunismus gebaut. 40.000 Studenten leben dort, es ist für 40.000 Studenten angedacht. Ich glaube, es sind ein bisschen weniger, die da heute leben, aber ja, es ist wirklich riesengroß und dort gibt es alles, was das Studentenherz braucht. Also es gibt Clubs, Restaurants, Bars, Cafés, Kantinen ohne Ende und das Ganze ist halt nicht im Stadtzentrum und die wenigsten Studenten von uns leben dort. Fast alle wohnen eigentlich im Stadtzentrum an der Medical University, aber zum Feiern fährt man da ganz gerne mal raus und ja, schaut sich das an. Also wie ihr seht, hier im Hintergrund könnt ihr vielleicht die Berge erkennen, mega cool. Und ja, so wohne ich, also hier in der Gegend wohne ich. Ich bin wirklich zufrieden und das Coole ist halt, dass hier gleich der Eingang zum Park ist. Ja, der Park ist wirklich sehr erholsam. Der Park ist ein Geschenk der Amerikaner gewesen, als der Kommunismus gefallen ist. Es ähnelt ein bisschen dem Central Park, dieser Park. Ich weiß nicht, wie viele tausend Bäume gepflanzt worden aber es ist eine ganze Menge. Und es sollte einfach für mehr Lebensqualität stehen, es sollte mehr Lebensqualität schaffen und ein Beispiel sein für die Leute, wie der Westen so funktioniert. Bis heute ist Sofia eine Stadt mit sehr viel Grünfläche wegen diesem riesigen Central Park, hat auch viele andere Parks noch und es ist einfach schön in der Stadt zu leben mit viel Grünfläche. Also ich gerade beim Lernen mache eben hier viele Ausflüge, laufe hier viel durch die Parks beim Lernen oder für Lernpausen, nehme ja Vokabelkarten, Karteikarten mit. Und so habe ich zum Beispiel auf meine Anatomieprüfung auch gelernt hier im Park. Ich laufe ungefähr 3 Minuten, bis ich im Park bin und ich gehe hier auch viel joggen. Gerade ist ja meine Freundin hier auch zu Besuch und lernt, also schreibt ihre Masterarbeit. Das war es von mir. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Eins habe ich noch vergessen. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert auch die Glocke. Gebt mir einen Kommentar, wie ihr dieses Video gefunden habt, ob es euch gefallen hat. Mehr Einblicke aus meinem Privatleben hier in Sofia zu bekommen und auch von der Stadt. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach. Ich habe meine Kontaktdaten in der Infobox unter diesem Video angegeben. Das war's von mir. Bis zum nächsten Video. Euer Marcel in Bulgarien.